wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg an der Alster und in einem wunderbaren syrischen Café. Salibar heißt das Ganze. Und ich habe hier einen ganz besonderen, einen sehr sympathischen Menschen kennengelernt. Es ist Marcel Kaufmann und er ist der Leiter der Energiepolitik bei Greenpeace Energy. Ja, hallo. Ich wundere mich, ich grüße Sie auch. Ich treffe jetzt lauter tolle Energieleute. Wäre mir sicher vor 10 Jahren nicht passieren. Damals gab es sie auch noch nicht. Die tollen Energieleute? Ja. Würden Sie das so sehen? Ja. Die Energiebranche ist neben der Baubranche erstens die Branche mit dem geringsten Frauenanteil in Führungspositionen und zweitens die verknöchertste Branche. Das ändert sich gerade. Wie kommt sie? Sie müssen ja jetzt, ist ja nicht einfach, das sind krasse Lobbyisten, die momentan da in Berlin unterwegs sind. Ich habe jetzt einige kennenlernen dürfen, mal abends an einer Hotelbar und Sie können sich gar nicht vorstellen, was die für Witze machen. Doch, ich kann es mir vorstellen. Ja, und gleichzeitig sagen andere Leute, da ist ein Kräftegleichgewicht und sonst was, jeder bemüht sich. Was läuft da wirklich ab, Herr Kaufmann? Was im Moment wirklich abläuft, ist, dass so getan wird, als hätten alle, die großen Konzerne, wie sie da sind, Atomkraftwerksbetreiber, hätten verstanden und akzeptiert, dass es die Energiewende gibt. Die sagen, ja, wir machen das, was die Bevölkerung will, die wollen keine Atomkraftwerke, wunderbar. Allerdings gibt es da so ein paar Randbedingungen, da müssen wir uns auch entgegenkommen. Ich behaupte, die Energiewende, der Ausstieg aus der Atomenergie, der ist erst dann gelungen, wenn wirklich das letzte Kraftwerk abgeschaltet ist. Und es gibt eine Agenda, den Leuten die Energiewende so madig zu machen, indem man Tatarenmeldungen in die Welt setzt, wie teuer, wie kompliziert, wie unsicher das alles wird, in der Hoffnung, dass die Bevölkerung sagt, ja, dann lass uns doch lieber die Atomkraftwerke weiter betreiben, ehe wir hier ein Risiko machen. Dann sagen die, ach ja, okay, dann setzen wir auch diesen Willen der Bevölkerung um und betreiben sie doch weiter. Und der Preis, der dahinter steht, ist 1 Million Euro Verdienst am Tag. Das hätten die gerne wieder, diese schönen Zeiten. Es ist, für mich bildet sich so ein, ja, kommt mir ein Bild ins Gedächtnis, nämlich Star Wars. Ich war ein Kind und habe viel Star Wars geguckt und ich habe immer so diesen Kampf zwischen den Sith und den Jedi gesehen. Mhm. Und ich sehe gerade die Situation, dass die Sith Lords und die ganzen Sith-Kämpfer deutlich stärker sind und die Jedi-Ritter ganz sanft daherkommen. Haben Sie irgendeinen Plan, um dieses Imperium zu schlagen? Wie schaut das aus? Ja, also wenn Sie Star Wars kennen, dann wissen Sie ja auch, das Imperium schlägt zwar zurück und Sie haben so fiese Typen wie zum Beispiel Kanzler Palpatine, den würde ich sagen, das könnte Eon-Chef Tyson sein, der so tut, als ob er an der Spitze der Energiewende steht, der so tut, als würde ihn plötzlich die Energiekosten des Hartz-IV-Empfängers schlaflose Nächte bereiten, aber dahinter steht eben eine andere Agenda, nur bei Star Wars sehen Sie auch, wer am Ende gewinnt. Denn die erneuerbaren Energien, die sind erstens klüger, sie sind zweitens billiger und sie werden sich am Ende durchsetzen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir schauen fern und wir hören Radio seit Wochen und Monaten. Und ich muss zugeben, nicht bewusst, aber unterbewusst habe ich das Gefühl, dass erneuerbare Energien immer teurer werden. Woher kommt das? Ist da Kampagne am Gange? Ja, da ist Kampagne am Gange. Es findet zweierlei statt. Erstens wird die Energie, die energieintensive Industrie, immer mehr Industrieunternehmen werden vom Zahlen der EEG-Umlage ausgenommen. Und deswegen wird die Kosten, die da sind, auf immer weniger Schultern verteilt. Für die normalen Bürger wird es immer teurer. Zweitens wird einfach unterschlagen, dass nicht nur die erneuerbaren Energien Nebenkosten haben, sondern auch die konventionellen Energien haben Nebenkosten. Die sind zum großen Teil in Steuern versteckt, aber auch in den Umweltschäden, die die anrichten. Wir haben das mal in der Studie durchrechnen lassen. Und wenn man sich die wahren Kosten anguckt, dann ist heute schon Windenergie doppelt so günstig, also nur halb so teuer wie Kohle, Strom und Atomenergie ist noch unendlich viel teurer. Also die Kostenwahrheit liegt ganz woanders. Sie arbeiten ja auch für einen Energiekonzern, kann man das so sagen? Wir sind kein Konzern, wir sind eine Genossenschaft, es ist ein Energieunternehmen und bei uns kriegen Sie Strom und Gas. Ich trinke jetzt auch mal mit. Ja, aber Sie müssen ja auch irgendwie Benefit fahren und haben Sie keine Quartalsziele und so?
Unser Ziel als Genossenschaft ist, unsere Kunden, unsere Genossenschaftsmitglieder mit möglichst umweltfreundlichem Strom und Gas zu versorgen. Das ist der große Vorteil einer Genossenschaft. Ein normales Unternehmen, das dient dazu, Profite zu machen. Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sagen, ich alleine kann nicht dafür sorgen, dass ich guten Strom kriege oder gutes Gas. Aber wenn alle oder viele, die so denken, sich zusammenschließen und das gemeinsam in die Hand nehmen, dann ist es möglich. Also unser Genossenschaftszweck ist es, eine umweltfreundliche Energieversorgung aufzubauen bzw. dazu unseren Beitrag zu leisten und unsere Kunden mit dem sauberstmöglichen Strom und Gas zu versorgen. Und das machen wir. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Missbilligung wahrscheinlich bekommen von den Zuschauern, aber ich spiele jetzt mal den Doofen und sag, wenn ich mich nochmal an Star Wars erinnere, was an der dunklen Seite immer cool war und was mich immer beeindruckt hat, die haben diese Paläste, die haben Todessterne und das schaut richtig beeindruckend. Das heißt, so Konzerne, die wirklich profitgeil agieren, kriegen die mehr Vertrauen von der Bevölkerung aus irgendwelchen Gründen als zum Beispiel Genossenschaften, die irgendwie ja, im Sinne der Menschen arbeiten, aber dadurch, dass die nicht so eine Profitgeilheit haben, denkt man vielleicht, die können gar nicht mit Geld. Kann das so sein? Ich glaube, das ändert sich. Also, Sie dürfen nicht vergessen, vor 10, 15 Jahren war Ökostrom völlig unbekannt. Und die Leute haben jetzt seit bestimmt 150 Jahren eine Stromversorgung und eine Gasversorgung, und das war immer in Hand der Konzerne. Das war über Jahrzehnte waren das Monopole, wo es überhaupt keine Wahl gab. Und es ist ja nur nicht so, dass jeder Bürger Tag und Nacht über die Frage nachdenkt, wo kommt mein Strom her, wo kommt mein Gas her, das kommt einfach. Es ist jetzt nicht so auf der Tagesordnung. Und das muss man im Kopf haben, wenn man begreifen will, warum der Wechsel so langsam geht. Aber wir müssen besonders gut mit Geld umgehen können, denn die großen Konzerne haben in ihren Monopolzeiten und auch danach gigantische Profite aufhäufen können. Einfach weil sie keine Konkurrenz hatten, weil sie die Preise mehr oder weniger nach Gutsherrenart festlegen konnten und richtig, richtig reich waren. Also man kann kaum reicher sein als ein Atomkonzern. Und mit dieser Kriegskasse, um mal im Star Wars Jargon zu bleiben, können die jetzt auch weiterhin arbeiten. Wir als Genossenschaft leben davon, dass unsere Genossenschaftsmitglieder 55 Euro oder wenn einer zwei Anteile zeichnet, sind es 110 Euro. Das ist das Geld, mit dem wir arbeiten. Und wir arbeiten aber trotzdem so am Markt, dass wir als Unternehmen weiter bestehen und eine saubere Stromversorgung hinkriegen. Also wir müssen klüger sein, weil die anderen reicher und mächtiger sind. Ich habe Sie unheimlich als verantwortungsvollen Menschen kennengelernt und ich befürchte, es kommt noch auf Sie was zu. Wir schaffen die Energiewende und danach müssen Sie das Endlagerproblem lösen, weil die werden es nicht tun. Das habe ich, so ein Gefühl habe ich. Ja. Damit will ich aber auch eins ausdrücken. Ich glaube, das Problem wird nicht von den Menschen gelöst werden, die es verursacht haben. Sehen Sie das ähnlich? Das sehe ich ganz genauso. Und es wird nicht nur ich sein, sondern wir alle. Jeder Bürger muss das machen. Und das ist eine Riesenungerechtigkeit, dass diejenigen, die uns die Suppe einbrocken, sagen, damit haben wir nichts mehr am Hut. Aktuell beim Thema Asse. Angeblich ja nur irgendwelche Forschungsreaktoren. Tatsächlich stammt ein Gutteil von der ENBW. Und wer bezahlt es am Ende? Der Steuerzahler. Und so läuft das. Das Problem ist, wollen wir hinnehmen, dass es weiterhin so läuft, oder wollen wir sagen, jawohl, es ist vieles schiefgegangen. Wir haben in den 60er Jahren einen schweren Technologieirrtum begangen, indem wir auf Atomkraft setzen. Aber wir können das jetzt noch korrigieren. Natürlich ist viel Schaden angerichtet worden und wird auch noch weiterhin viel Schaden angerichtet werden, bis es abgewickelt ist. Aber das ist ja kein Grund, so weiterzumachen. Dankeschön. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen. Der erste Begriff. Hamburg. Hamburg ist eine geile Stadt. Die Luft ist rein. Es ist die Hauptstadt der erneuerbaren Energien in Hamburg. Fast nirgendwo gibt es so viele Arbeitsplätze und Unternehmen, die sich rings um die erneuerbaren Energien ranken. Und es lässt sich richtig gut leben hier. Zweiter Begriff. Der junge, naive, idealistische Marcel. Ist zum alten, idealistischen, nicht mehr ganz naiven Marcel geworden. Spannend. Dritter Begriff,
Tyson. Tyson steht dafür, was Gutes, gute Beratung aus einem Menschen machen kann. Der steht gestern für Atomkraft, steht heute für Energiewende, steht morgen vielleicht wieder für Atomkraft. Das war Tyson, nicht Merkel, der Begriff. Ja. Entschuldigung. Merkel sehe ich da auch gar nicht so sehr. Also Merkel schaut darauf, was will die Mehrheit der Bevölkerung, will ich dagegen anschwimmen, wird mir zu schwierig, lass es. Der Tyson sieht, ich kann auch mit erneuerbaren Energien Profit machen. Es ist ja nicht so, als ob die am Bettelstab gingen, wenn die Energiewende kommt. Die sind immer auf der Sonnenseite. Die werden weiterhin Geld verdienen. Nur bei der alten Lösung mit Großkraftwerken, die nur Riesenkonzerne bezahlen und betreiben können, verdienen die viel mehr Geld als bei einer Energiewende, die dezentral ist, wo Bürger zu Prosumern werden, einen Teil ihres Stroms selber machen. Das geht ihnen vom Geschäft verloren. Deswegen sagt er, mit dem einen kann ich leben, das andere finde ich aber viel besser. Okay, das, was ich will, ist viel schädlicher, aber nur für die Umwelt, nicht für meine Konzerngewinne. Deswegen mache ich das mal. Wie viele Genossen gibt es im Moment? Wir haben 21.000. Ist doch schon mal was. Das ist schon recht stattlich. Das geht bestimmt gut weiter. Ich kann sagen... Vielleicht demnächst 21.001. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, ich sehe das. Vielleicht sogar ein paar mehr. Ja, informiert euch. Ich mache jetzt mal eine Überleitung. Danke für das Gespräch. Gerne. Und wenn ihr schon dabei seid, irgendwie da Genosse zu werden oder einen Energiekonzern zu wechseln, schaut nochmal auf euer Konto, wo das liegt. Ich kann sowas empfehlen wie Ethikbank und so. Ja, informiert euch und handelt. Ansonsten grüße ich all meine Abonnenten hier aus dem schönen Hamburg und die nächste Folge mache ich gar nicht. Das macht jetzt meine neue Kollegin Petra Nadolny und meine nächste Folge ist dann an der Ostsee am Timmendorfer Strand mit Bettina Röhl und das Thema, was ist schon extrem? Bis zum nächsten Mal.